Europa League Finale, Atalanta Bergamo gegen Bayer 04 Leverkusen. Das Ganze findet in Dublin statt und wir dürfen beobachten, ob sich Leverkusen ungeschlagen hält oder ob zwei Spiele vor Schluss der Saison dann doch diese Serie reißt. Leverkusen in den weißen Trikots, aber sehr gut in die Partie reingekommen. Florian Wirtz hier mit der ersten Annäherung, aber ein wenig zu lange gebraucht, um abzuschließen. Beide Teams durch die Liga schon für die Champions League qualifiziert, aber das war hier natürlich komplett unwichtig. Es ging um den Titel und da schoss Adli in der 15. Minute Leverkusen ein ganzes Stück weiterhin. Das verteidigt Bergamo viel zu luftig. Adli kommt frei zum Schuss und lässt sich nicht beirren. Musso ohne eine Abwehrchance. Leverkusen nach starker Anfangsphase nicht unverdient in Führung. Aber es war noch lange zu gehen. Deswegen Leverkusen weiter nach vorne unterwegs. Robert Andrich, Musso. Diesmal kann er sich auszeichnen. Eine halbe Stunde war da knapp gespielt. Im Nachfassen hat der Keeper von Atalanta den Ball dann sicher. Kurz vor der Pause noch einmal ein Eckball. Florian Wirtz dringt eigentlich zu einfach in den Strafraum ein und Adli nochmal. Winkel wird dann etwas zu spitz. Deswegen kann der Ball zur Ecke geklärt werden. Aus der resultierte dann aber nichts mehr. Es ging mit dem 0:1 in die Pause. Leverkusen verdient in Führung, aber es war vielleicht etwas fahrlässig, wie sie mit den Chancen umgingen. So Bergamo komplett weiterhin im Spiel. Und die wurden besser, die Italiener. Zappacosta. Skamaka, der ist eigentlich ein Top-Torschütze. Hier verliert er gegen Kovar die Nerven. Zu unplatziert, dann ist das logischerweise auch ganz gut gehalten, aber da an der Reaktion von Skamaka sieht man, das ist eigentlich ein Muss-Tor. Der geht in 90% der Fälle in den Kasten. Aber Bergamo weiterhin stärker. Dieser Ball hinter die Kette und im letzten Moment kommt dann Tah noch dazwischen und verhindert einen gefährlichen Abschluss. Leverkusen im zweiten Durchgang offensiv fast komplett abgemeldet. Bergamo dem 1:1 deutlich näher. Skamaka, Lookman dreht sich da um seinen Gegenspieler rum und fordert Kovar zur Glanzparade. 85. Minute, ein ordentliches Geschoss, aber es sollte nicht mehr sein. Und dann war Feierabend. Nach der deutschen Meisterschaft gewinnt Leverkusen auch die Europa League. Am Ende mussten sie nochmal ordentlich zittern nach Bergamos Leistungssteigerung in Durchgang 2, aber es hat nicht mehr gereicht. Und so lautet der Europa League-Sieger 2023-2024, Bayer 04 Leverkusen.